Servus, hallo, Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 431 von 365. Ich habe es mal Beobachtung 70.3 Kraichgau Teil 2 genannt. Bezieht sich jetzt nicht nur auf das Rennen im Kraichgau, sondern eben auch Rapperswil, Hannover, Maxdorf, was alles für Langdistanzen jetzt angestanden haben. Und zwar ist es so, dass ich eigentlich meine Sportler immer dazu anhalte, mir einen Wettkampfbogen im Nachgang nach dem Rennen zu schicken. Das sind alle Dinge aufgelistet, die gut gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind, verbesserungswürdig sind und so weiter. Und es gibt zwei Dinge, die mir jetzt in der Summe der doch relativ vielen Rennen am vergangenen Wochenende aufgefallen sind. Und zwar ist es das eine, es gibt ganz klar eine Korrelation zwischen Magenprobleme bei der Hitze, ganz extrem. Also Korrelation Magenprobleme und Aufnahme von ISO-Getränk und muss man leider sagen, wahrscheinlich hasst mich jetzt die Firma High Five, aber Korrelation Magenprobleme und High Five Gels oder High Five Getränk und zum anderen die Sinnlosigkeit des Tragens eines Pulsmessers im Wettkampf. Also fangen wir mal an mit der Gel-Nummer oder mit der ISO-Nummer. Es gibt viele, die zusätzlich zu den Gels, die sie vielleicht vorab in die Flasche gedrückt haben, in die Radflasche gedrückt haben, noch Sportler, die dann noch ISO aufnehmen, entweder selbst angerührtes ISO oder von außen. Das sind einfach die, die wirklich dann unterm Strich immer wieder Probleme bekommen im Magen, weil sie eben das Gel nicht ausreichend verdünnen. Also dann versucht man Zucker mit Zucker zu verdünnen, das versucht, gelingt in der Regel nur sehr schlecht. Das ist eine. Oder aber sie kennen schlichtweg nicht die Konzentration des ISO-Getränks, weil sie es eben nicht selbst angerührt haben und dann von Veranstalterseite das bekommen. Also, Troubleshooting Nummer 1, ISO weglassen, bringt eh nichts, sondern Gel und Wasser und den Rest einfach weglassen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Punkt weniger, der euch vielleicht so ein bisschen behindert in Sachen Wettkampf-Execution. Also wirklich da das Gel mit Wasser verdünnen und nicht mit weiterem Zucker verdünnen, das funktioniert nicht. Anderer Punkt ist der, dass ich immer wieder zu lesen bekomme, ja, meine Herzfrequenz war so hoch nach dem Radfahren, am Schwimmen und ich bin beim Radfahren dann langsamer gefahren oder beim Laufen, die Herzfrequenz war zu hoch. Lass den Pulsmesser aus, er bringt im Wettkampf nichts, es bringt nichts. Es sind so viele Faktoren, die die Herzfrequenz multifaktoriell beeinflussen können, ob das jetzt Hitze ist oder natürlich auch so ein bisschen Adrenalin und dann kommt noch der Cardiac Drift, also das Abfallen der Herzfrequenz mit zunehmender Dauer dazu. Also das sind alles so Faktoren, die dann so eine Steuerung über Parameter Herzfrequenz überhaupt nicht praktikabel erscheinen lassen. Ich meine, ihr habt jetzt zig Wochen, Monate auf den Tag X hin trainiert, das heißt, ihr habt da im Training auch entsprechende Herzfrequenzsteuerung gehabt oder wenn ihr die Herzfrequenz als Vorgabe heranzieht, dann habt ihr auch ein entsprechendes Körpergefühl entwickelt und ihr könnt relativ genau sagen, wie sehr ihr euch jetzt belastet. Und es ist eigentlich unterm Strich vollkommen wurscht, wie hoch belastet die Herzfrequenz letztendlich ist, weil die Herzfrequenz nicht der limitierende Faktor im Ironman oder im Half-Ironman ist, sondern es ist eher die Muskulatur. Also lasst euch da nicht von irgendwelchen Zahlen, die auf der Uhr angezeigt werden, so negativ beeinflussen, dass ihr bei dem Ausgang eures Rennens dann irgendwo so ein bisschen behindert seid oder manipuliert seid, sondern lasst die Dinger aus. Außerdem stört es. Es ist wieder eine Fehlerquelle mehr, denn so ein Gurt kann natürlich auch reiben und kann auch verrutschen und dann zeigt er vielleicht gar keine Werte an. Dann ist man so affektiert dadurch, dass man vielleicht anhält und dann den Gurt wieder richten muss. Also lasst die Herzfrequenzgurte beim Wettkampf aus, es bringt nichts. Gut, wer die zwei Dinge schon mal befolgt, der wird mit Sicherheit zwei Fehlerquellen weniger haben, was so einen Wettkampf angeht. Und dann bleibt dem Ganzen noch nichts weiteres zuzufügen. Das sind so die zwei Dinge, die mir jetzt am allermeisten aufgefallen sind. Ach so, noch eine Sache fällt mir jetzt gerade ein. Schnürsenkel. Und zwar lasst die Schnürsenkel aus Gummi weg. Gerade wenn es so heiß ist wie jetzt am vergangenen Wochenende und ihr schüttet euch viel Wasser über den Kopf und der Fuß bzw. der Schuh ist sehr nass dann irgendwann und ihr habt einen Gummischnürsenkel an, ihr habt keinen ausreichenden Halt mehr im Schuh und rutscht hin und her und es werden Blasen verursacht oder es gibt einfach mehr blaue Zehennägel, weil man da doch vielleicht mit dem Zeh vorne an den vorderen Rand des Schuhs stößt. Also ich sag's mal ganz vulgär, scheißt auf schnellere Wechselzeiten, lieber einen Schuh anziehen, der auch dann richtig sitzt, über eine richtig gescheite Schnürung und dann habt ihr unterm Strich wahrscheinlich mehr Zeitgewinn als durch einen schnellen Wechsel.
Das ist es. Ich hoffe, ihr lernt draus. Die Lernkurve geht steil durch die Decke und dann bleibt demnächst übrig zu sagen, oh, ich bin total durch. Merkt's vielleicht. Ciao.